Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin der Conny und ich habe mir heute Endless Legend ausgesucht als Spiel. Eine rundenbasierte Strategie, denn ich kann es eigentlich kaum erwarten, bis endlich Sid Meier's Civilization Beyond Earth kommt und deswegen muss eben dieses Spiel erstmal herhalten. Ein aber sehr, sehr schönes Spiel aus dem Hause Amplitude Studios. Das sind die Leute, die auch zum Beispiel Endless Space gemacht haben oder Dungeon of the Endless. Und sie bleiben auch, ich sag mal, bestimmten Dingen, den Ressourcen zum Beispiel, auch treu. Das heißt also, jeder, der die anderen beiden Spiele gespielt hat, wird das ein oder andere erkennen. Ja, zum Beispiel die Währung in dem Spiel ist Dust. Das ist quasi genau identisch mit den anderen beiden Spielen. Nur haben wir hier eben eine Rundenstrategie, die sich Civilization doch sehr ähnelt, aber eben in vielen Punkten auch ein bisschen modifiziert und weiter voranbringt. Und das möchte ich euch gerne vorstellen. Es wird ein bisschen länger werden, das Video, gehe ich mal zumindest von aus. Denn es gibt ja viel immer zu erklären bei solchen Spielen. Und ja, lasst uns erstmal anfangen mit mit der Nation, die wir auswählen möchten. Da gibt es also unterschiedliche Rassen, Nationen, die man auswählen kann. Und für den Fall, dass euch das nicht gefällt, könnt ihr sogar selber eine zusammenbauen. Und ihr seht, das ist also ähnlich wie auch bei Civilization. Es gibt hier ganz bestimmte Typen, Einheitentypen, die es nur bei bestimmten Nationen gibt. Und genauso gibt es Boni und Mali, die sich dann auf diverse Sachen im Spiel dann ausbreiten. Ich gehe mit den Wild Walkers für dieses kleine Let's Play. Wild Walkers ist eine Nation, die viel mit Wald, man sieht das ja hier zum Beispiel, also es ist so naturverbunden, Wald, ne, so. Weil das jetzt hier in der Generation der Welt ein bisschen dauert, vielleicht noch ein paar Wörter zu dem Spiel an sich. Also ich habe jetzt ein paar Stunden damit verbracht, bin eigentlich begeistert davon, mir gefällt es ganz gut, aber ich muss natürlich vorsichtig sein in solche Strategiespiele, die sehr tiefgehend sind. Da muss man halt einfach noch viel mehr spielen, um zu sehen, taugt das überhaupt mit der Ausbalancierung, gibt es da irgendwelche Bugs, die noch behoben werden müssen, und es gibt schon wohl immer noch einen fortlaufenden Prozess, obwohl das Spiel ja inzwischen aus dem Early Access raus ist und wir spielen hier auch die Version 1.0.2, das heißt also, die Final wurde sozusagen schon mal gepatcht. Die Geschichte würde ich erstmal hier überspringen, die geht nämlich relativ lange. Und da sind wir schon im Spiel. Wir starten also mit unserer Nation, sehen hier auch nochmal ganz genau, was wir hier entdecken. Oh, you have encountered the Empire of Terramania. Krass, wir sind hier also schon gelandet und haben bereits eine fremde Nation gefunden. Das ist schon mal unüblich, das hatte ich bisher noch nicht. Und was wir auch noch haben ist, und das war der erste Screen, der aufgepoppt ist, wir haben hier, und das ist ähnlich wie bei Civilization mit den Stadtstaaten, wir haben hier wie heißen sie denn? Minor Factions, genau. Und das sind also dann die Stadtstaaten, mit denen man dann handeln kann, die aber auch einem Quests geben können. So, ihr seht, das Feld ist also ähnlich aufgebaut, das sind alles Hexafelder, also Sechsecke. Wir haben hier, starten hier mit dieser Einheit, wobei wir hier sagen müssen, dass das schon der erste Unterschied ist zu Civilization, denn das hier ist nicht eine Einheit, sondern das ist ein Einheitenverbund. Wenn wir hier draufklicken, sehen wir unten in dieser einen Einheit, deswegen auch die Zahl 3, verstecken sich insgesamt 3 Einheiten, ein Siedler und 2 Bogenschützen, also 2 Fernkämpfer. Ich finde auch die Darstellung hier, wenn wir Mouse Over gehen, sehr, sehr schön mit einem kleinen Erklärbild und sehr vielen Attributen. Das finde ich also sehr schön gelöst, auch dass man den Level aktuell sieht und auch was die Einheit kostet. Also im ganz unteren Punkt Military Upkeep, also ein Dust, die Runde geht hier flöten. Das Schöne ist, man kann hier, also das sieht man ja in dem speziellen Fall auch, man kann Einheiten unterschiedlicher Arten miteinander in eine Armee stecken. Das heißt also, hier ein Siedler, der ja eigentlich eine nicht kriegerische Einheit ist, zusammen mit 2 Kriegseinheiten. Das ist ganz cool, denn so ein Einheitenverbund hat ja eine gewisse Sichtweite und einen gewissen Laufradius, logischerweise.
Und die Sichtweite wird definiert von der höchsten Sichtweite der einzelnen Einheiten. In dem Fall also hat der Siedler, glaube ich, eine höhere Sichtweite als der Bogenschütze. Und umgekehrt, die Bewegungspunkte, die wir hier sehen, 4 von 4 Feldern in der einen Runde, die wird definiert durch das Maximale, was eine Einheit hier haben kann. Das heißt also, man kann, sage ich mal, Einheiten, die eher wenige Movement Points haben, zusammentun mit einer Einheit, die viele hat, und schon ist der gesamte Armeeverbund deutlich schneller unterwegs. Kann man also auch strategisch nutzen. Jetzt sind wir also hier in dem Spiel. Ich fange mal kurz an mit dem Interface. Ihr habt schon gesehen, das ist also ähnlich wie bei Civilization, genau. Also ihr seht hier unten ein paar Infos zu den Einheiten, die ausgewählt sind. Hier sind die Aktionen, die man durchführen kann. Und was es hier auch gibt, wir haben hier einen Helden zugewiesen. Ein Held kommt dann zum Einsatz, wenn wir kriegerische Handlungen tätigen. Da werden wir später vielleicht noch dazu kommen. Dann haben wir hier oben das Menü, kann man auch mit F-Tasten ausführen übrigens, wo man eben Informationen bekommt über das gesamte Imperium. Hier würde man alle Städte sehen, die man hat. Dann kommt ein Punkt, der auch ganz wichtig ist, es ist die Forschung. Wir wissen ja, in Civilization gibt es ein Tech Tree von einem Baum, also von einem Tree wirklich. In dem Sinne sind wir hier weit entfernt. Es gibt also jeweils verschiedene Kreise und ihr könnt innerhalb eines solchen Forschungskreises einzelne Forschungspunkte auswählen. Die blau umrandeten, die haben wir schon, und die grünen stehen zur Verfügung. Und sobald ihr in einem dieser Kreise 9 Forschungen aufgedeckt habt und erforscht habt, könnt ihr einen Kreis weitergehen und damit habt ihr fortschrittlichere, aber eben auch, was die Wirtschaftspunkte angeht, teure Technologien. Hier sind dann alle Quests aufgeführt, wenn es die denn gibt. Hier gibt es die Möglichkeit, nochmal sich den Helden, den man aktuell hat, anzugucken. Der bringt dann bestimmte Boni auch für die Armee, mit der er unterwegs ist. Und hier sieht man im Military Screen, welche Einheiten überhaupt zur Verfügung stehen. Dann gibt es noch Diplomatie. Ihr seht, hier haben wir schon 2 entdeckt. Ist das so? Tatsächlich? Oder ist eins davon Stadtstaat? Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, aber hier könnte man dann eben, wie man das auch so kennt, Declaration of War, finde ich sehr, sehr schön, das Interface, muss ich echt sagen, also überhaupt das gesamte Game Design, optisch finde ich das sehr anspruchsvoll, gefällt mir sehr, sehr gut. So, und jetzt Schluss mit lustig, jetzt würde ich euch empfehlen, hier rechts unten übrigens nochmal alle möglichen einzelnen Nationen, die man eben schon kennt, und ja, hier ist noch, eine wichtige Sache noch, die unterschiedlich ist im Vergleich zu Civilization. Es gibt in diesem Spiel Jahreszeiten, das heißt, irgendwann kommt der Winter, und der Winter kommt innerhalb der nächsten, und da seht ihr hier, 4 bis 24 Runden. Man kann es also nicht genau sagen. Innerhalb der nächsten 4 bis 24 Runden kommt dann Winter, und dann gibt es Mali auf fast alles, also Bewegungspunkte, Geländefelder werfen weniger Erträge ab und so weiter. Das nur so am Rande, was es noch an Unterschiede gibt. Und der erste und wichtigste Knopf, den ich immer drücke, ist erstmal der hier rechts unten. Da sieht man nämlich, welchen File-Output man hat, Field-Output, also welches Feld gibt was genau ab. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Hier hätten wir, wenn wir hier gründen, hätten wir den Vorteil, dass wir an diese 6, wie heißt es denn? Ich glaube, Industrial Potential, also quasi, das ist die Arbeitseinheit. Also bei Civilization wären das die Hämmer. Ich würde aber fast vorschlagen, dass wir hier gründen, denn da kommen wir insgesamt in einem Radius auf mehr. Also würde ich dann hier sagen, wir kolonisieren, und zwar hierhin. Oh, das ist sehr gut, weil hier unten haben wir auch gleich nochmal Ruinen. Wir schaffen aber aufgrund der Bewegungspunkte, schaffen wir es jetzt nicht, dahin zu kommen. Das schaffen wir erst jetzt in dieser Runde. Und dann können wir hier auch direkt die Stadt hinbauen. Et voilà! So haben wir also die Stadt gebaut. Die Ruine hier unten, die hier... Moment, genau, hier ist eine Ruine, hier ist eine Ruine. Das ist im Endeffekt identisch mit Civilization. Ihr könnt also, wenn ihr da eine Einheit hinschickt, kann die da was erforschen. Aber erstmal zum Stadtbildschirm. Wir haben jetzt eine Stadt gebaut, die heißt Donidan. Die nenne ich einfach mal wie meinen persönlichen YouTube-Kanal. Da freue ich mich übrigens, wenn ihr den abonniert. YouTube.com/NerdDerby ist auch verlinkt, und der Kanal an sich heißt Conny. Also so wie ich. Genau, also wenn ihr abonnieren wollt, gerne in der Beschreibung klicken, freue ich mich. So, und jetzt haben wir diesen Stadtbildschirm, und hier seht ihr auch schon die Erträge. Wir haben also Food, wir haben Industrial Potential,
also quasi die Hämmer. Wir haben Wissenschaft, Science, wir haben Dust, die Kohle und wir haben Influence. Das ist dann später wichtig, um die, ich sag mal, Sozialpolitiken, wenn wir in den Worten von Civilization bleiben, dann sind das sozusagen die Punkte, die man dann aufwenden kann. Hier sehen wir die Zufriedenheit der Bürger. Finde ich in der Balkenform schöner als bei Civ, wo man ja eine Zahl hat und wenn die unter 0 sinkt, hat man unzufriedene Bürger. So hat man eine bessere Übersicht und je nachdem, wie zufrieden die sind, wird auch mehr produziert. Noch eine Neuigkeit oder Änderung oder was eben anders ist als bei Civilization ist, dass man jetzt nicht hier einen Einwohner hat und der kann ein Geländerfeld beackern, sondern dieser gesamte Radius innerhalb der Stadt wird bewirtschaftet. Das heißt also, wir haben alle Erträge von den umliegenden Feldern. Deswegen kommen wir insgesamt hier auf eine wahnsinnige Zahl. Einmal der Palast, der uns 22 gibt. Wir haben hier insgesamt 15 Mal Produktion. Das kommt eben, wenn ihr das hier einfach zusammen addiert. Geil, zusammen addieren ist auch ein schönes Wort. Dann kommt ihr jedenfalls auf die 15. Und das gilt eben auch für alle anderen Geschichten. Jetzt seht ihr, ihr habt hier einen Worker. Das ist also quasi der eine Einwohner, den wir aktuell haben. Hier auch nochmal zu sehen, Population 1. In 3 Runden kommt dann der zweite. Ne? Und den kann man verschieben, wie man möchte und erhält dann nochmal auf den entsprechenden Punkt Bonus. Ich würde ihn mal bei Nahrung lassen, denn ich will natürlich, dass die Stadt möglichst schnell wächst, denn dann kann ich hier wiederum die Worker verteilen, wie ich gerne möchte. Genau, so viel vielleicht zu dem Screen. Hier unten ist dann die Baumöglichkeit, die uns in der Stadt zur Verfügung steht. Auch da ist es so, dass man sich eben was aussuchen kann. Hier wird unterschieden zwischen den Improvements, kann man auch dann filtern. Improvements könnt ihr nur einmal bauen in einer Stadt. Dann gibt es die Expansions. Expansions könnt ihr beliebig oft innerhalb einer Stadt bauen. Und es gibt die klassischen Einheiten, also Kämpfer. Auch da gibt es einen Unterschied. Man baut dann nicht die fertigen Einheiten, aber da komme ich gleich dazu. Hier würde ich vorschlagen, bauen wir diesen Founders Memorial als erstes, denn der gibt uns eben, wie ihr seht, ordentlich Boni auf die Stadt und zwar für alles, was wir an Ressourcen haben und in 4 Runden wäre der fertig. Wir klicken da einmal drauf, dann landet das direkt in der Construction Queue und hier sehen wir dann nochmal 4 Runden dauert es. Wir könnten jetzt auch weitermachen und das nächste Gebäude uns auswählen, was wir gerne hätten oder Einheit, dann würde das sich auch einfach so mit hineinbegeben. Noch eine Änderung im Vergleich zu Civilization ist, wenn ihr fertige Einheiten habt, tauchen die nicht einfach hier auf, sondern sie tauchen in dieser Garrison auf und erst danach könnt ihr sie rausbewegen. So, jetzt habe ich hier schon mal was ausgesucht zum Bauen. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine Wissenschaft. Da gucke ich mal, in welche Richtung ich gehe. Ich meine, da werde ich mir jetzt nicht so viele Gedanken machen. Ich will es euch ja nur zeigen. Aber im Prinzip finde ich es nicht so schlecht, wenn wir... Lasst mich mal kurz gucken... Die Bibliothek vielleicht, Public Library, gibt nämlich 10 Forschung mehr für unsere Stadt und dazu auch nochmal 10% mehr in der Stadt an Forschung für all das, was wir eh schon haben. Das finde ich ganz cool, gefällt mir. So, dann gucke ich mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich denke nicht, dann wird die Runde wieder beendet. Dann ziehen natürlich die ganzen Computergegner. Und jetzt bekommen wir schon die erste Quest. Das ist auch eine schöne Geschichte, die es bei Civ bisher noch nicht gibt, bei Beyond Earth. Dem neuen Teil, den ich ja schon sehr herzlich erwarte, wird es ja auch so sein, dass man Quests bekommt, die man dann erfüllen kann. Und jetzt gucke ich mal flink. A summary, it is time to explore and learn. Search ancient sites for whatever treasures or knowledge they may contain. Das heißt, wir sollen also jetzt, das ist aber standardmäßig, wir sollen 4 Ruinen auf der gesamten Map entdecken und bekommen dafür dann Emeralds und das sind Luxusressourcen. Nächster Punkt, auch hier gibt es strategische Ressourcen, also Beispiel wäre ja bei Civilization gewesen ein Pferd. Wenn man also berittene Einheiten braucht oder möchte, braucht man dann strategische Ressourcen, in dem Fall ein strategisches Pferd sozusagen. Und das gibt es hier eben auch und Luxusressourcen machen dann die Fröhlichkeit und die Happiness und die Glückseligkeit in der jeweiligen Stadt im Königreich dann eben besser. Jetzt haben wir natürlich schon den Vorteil, dass wir hier eine Ruine gesehen haben und hier, entschuldigt bitte, und die versuche ich jetzt gleich mal mit den vorhandenen Einheiten, die wir noch haben. Lass mich kurz gucken, wo sind sie denn? Genau. Hier hinzubewegen und dann bietet er mir schon an, durchsuchen. Und wir haben auch schon eine neue Quest bekommen. Warum das denn? You will have to raise your empire to a new industrialization level. Ich soll also insgesamt 40 Industry in einer meiner
Cities innerhalb der nächsten... Ah ne, Fort... Okay, das kriegen wir hin, hoffe ich. Also nächste Quest, wie schon gesagt, es gibt hier diesen Quest-Button, wo ist er? Genau da, da sehen wir genau, welche Quests wir haben. Nochmal in der Zusammenfassung. Das heißt also, eine Sache, die wir machen müssen, ist, steht übrigens auch hier oben nochmal, dass wir jetzt eben doch auf Production gehen, damit hier mehr produziert wird und wir die Quest erfüllen können. Und zum anderen haben wir die Einheit jetzt da schon hingeschickt. Ich finde sie gerade nicht. Hier, dieser Button zeigt alle untätigen Einheiten übrigens an. Ah, die haben wir schon abgesucht, aber ich habe jetzt nicht gesehen, ehrlich gesagt, was da drin war. Habt ihr das mitbekommen? Also ich jetzt ehrlich gesagt nicht, okay, egal. Wir gehen jetzt erstmal hierhin weiter. Auch das ist schön hier gelöst mit den Bewegungspunkten. So, dann habe ich, glaube ich, erstmal alles. Hier sehen wir übrigens auch nochmal, 3 Runden dauert es, bis unser nächster Gegenstand hier ausgeführt und beendet ist. Und hier sehen wir nochmal die Verteidigungsstärke der Stadt und wie viele Einheiten in der Stadt stationiert sind. Das sind standardmäßig immer diese beiden Militia-Einheiten, die einfach da drin sind. Das aber nur am Rande. So, Runde ist beendet. So. Was ich ja cool finde bei den Leuten, die das Spiel gemacht haben, diese Amplitude Studio Jungs, dass die so ein System entwickelt haben, das heißt Games Together, und damit lassen sie die Community auch entscheiden. Na, das ist eigentlich ganz cool. Wieso kann der jetzt hier nicht hin? Ach, der muss hier... Okay, das ist hier einfach zu hoch, deswegen muss er hier entlang. Aber ist alles okay, kriegen wir noch hin. End Turn. Genau, also die haben dieses System Games Together und da stellen sie eben auch zum Beispiel Unterlagen aus der Spieleentwicklung zur Verfügung, sodass man da eben selber mitentscheiden und diskutieren kann in den Foren. Search. Oh, wir haben 30 Dust bekommen. Das ist doch ein netter Push, den wir da finanziell bekommen. Wir sind jetzt schon bei über 100. Hier seht ihr das Gesamte, das im Königreich sozusagen verfügbar ist. Und ich würde mit der Einheit hier natürlich erstmal weiter erkunden, denn unser Ziel ist ja in der Quest, dass wir 4 Ruinen mindestens finden und 2 davon haben wir schon. Eine Sache vielleicht, die noch wichtig ist, ihr könnt diese Einheitenverbände oder Verbünde, nee, Verbünde ergibt keinen Sinn, Einheitenverbände, könnt ihr auch trennen, einfach die Einheit einzeln auswählen und dann würdet ihr die splitten. Macht jetzt aber für mich erstmal keinen Sinn. Gut, jetzt sehen wir, dieses Founders Memorial ist fertig, aber es fehlt in der Produktionsschleife, in der Schlange, fehlt ein weiterer Gegenstand. Und ich gehe jetzt, und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil in dem Spiel, ich möchte ja nicht nur diese Felder hier erwirtschaften, und es gibt hier keine Bautrupps, die ich dann irgendwo hinschicke, sondern ich baue solche Borough Streets. Und damit kann ich quasi entscheiden, sag hier, ich möchte gerne, dass die Stadt in eine bestimmte Richtung expandiert. Da würde ich fast in diese Richtung hier tendieren. Zack. Und dann wird das innerhalb von 6 Runden gebaut. Und dann wird auch da alles beackert, was innerhalb dieser Felder liegt. Was eigentlich auch sehr, sehr schick ist. So, wir laufen... Oh, Hero Level Up. Da sehen wir jetzt, dass wir also unseren Helden, der immer mit dabei ist, dass der ein Level Up hatte. Können wir aber jetzt keine Punkte... Doch, Skill Points left, tatsächlich. Okay, lass mich gucken. Also entweder Movement on Units, da können wir mehr Bewegungspunkte freischalten. Okay, oder wir können dafür sorgen, dass die Suche in Ruinen mehr Erträge erbringt. Okay, was mache ich denn jetzt? Ich nehme mal hier diese Geschichte, Apply. So, Dismiss, wunderbar. Held ist hier unten nochmal zu sehen, ne? Gut. Wir laufen mal in die Richtung weiter, in Richtung Westen. Und ich habe einen neuen Stadtstaat gefunden, die heißen Boss. Boss, B-O-S. In der Zwischenzeit wird hier weitergebaut und auch die Forschung. 4 Runden noch, bis ich hier meine Bibliothek bekomme, die ich ja wollte. Und man kann natürlich auch sagen, okay, nach der Bibliothek hätte ich gerne, was ist das hier, Sewer System, jetzt muss ich mal schnell schauen,
Also ja, für die Zufriedenheit nicht so schlecht. Okay, aber brauche ich, glaube ich, jetzt noch nicht. Und dann gibt es noch Seed Storage. Auch das ist nicht schlecht. Da bekomme ich nämlich, während Sommer ist, 10 Nahrung mehr in der Stadt. Und insgesamt nochmal von allen Erträgen 15% mehr, was die Nahrung angeht. Das lasse ich gleich mal als nächstes bauen. Und dann seht ihr, wird das schon kalkuliert. Also 5 Runden und in 8 dann schon, also 3 Runden später, habe ich das dann. Also wo ist die Einheit? Das Einzige, was ich finde, ist, obwohl ich ja das Design super finde, dass es ein bisschen untergeht, ne? Wenn man hier alle Einheitenfelder anhat. Ich glaube, es ist dann besser, das erstmal auszuschalten, wenn man es nicht wirklich benötigt. Wenn ihr die Felder sehen wollt, könnt ihr die separat mit einschalten, ne? Also es geht ja mit dem Button hier unten. Je nachdem, das ist einfach nur Geschmackssache, wie man das gerne hätte. Ich würde schon mal ein kleines Zwischenfazit ziehen für dieses Let's Play. Die Nidia haben wir jetzt auch noch kennengelernt, alles klar. Wir könnten jetzt zum Beispiel hier hingehen. Ich ziehe gleich das Zwischenfazit, keine Sorge. Jetzt sehen wir, hier sind 2 Einheiten drin. Und ich würde euch einfach mal zeigen, wie der Kampf funktioniert. Und mein Zwischenfazit ist, das Spiel kostet aktuell, glaube ich, 20 oder sogar 30 Euro, seitdem es raus ist aus dem Early Access. Ich finde es sehr gut, ohne dass ich tatsächlich die Balance in dem Spiel bewerten möchte. Aber ich finde die Ansätze schön, denn es ist wirklich sehr an Civilization angelehnt. Jeder, der Civ spielt, fühlt sich sofort zurecht. Und trotzdem gibt es eben so ein paar Tweaks und ein paar Eigenheiten, die das Spiel dann doch noch anders machen. Und das finde ich schon ganz nett, muss ich wirklich sagen. Von mir gibt es eine Kaufempfehlung, auch weil ich aber das Studio super finde und nicht glaube, dass die viel Müll bauen werden. Wobei ich sagen muss auch, dass das letzte Spiel, Endless of the Dungeon, Dungeon of the Endless, Entschuldigung, dass mich das nicht so gefesselt hat, aber das kann ja auch andere Gründe haben. So, Attack the Target. Jetzt sehen wir nämlich, wie das mit dem Kampf ist, und das ist auch ganz anders als bei Civilization, nämlich so. Ihr entscheidet also hier, das ist unsere Einheit, unser Einheitenverbund auf der linken Seite. Da sehen wir also, wir haben diese beiden. Da können wir schon mal ein bisschen vergleichen. Und hier gibt es so eine prozentuale Auswertung schon mal, wie es in etwa aussieht. Das heißt, so einen großen Vorteil haben wir nicht, aber wir haben einen Vorteil. Wir haben auch vor allem unseren Helden hier. Und die haben keinen Helden. So, und jetzt sehen wir hier unten, wir können eine globale Strategie auswählen. Ich bleibe natürlich in der Offensive. Ich könnte auch sagen, eher defensiv oder eben sozusagen auf Abwarten stellen und gucken, ne? Und genauso gut kann ich jetzt entscheiden, will ich alles manuell auswählen, will ich einfach nur beobachten und den Computer machen lassen oder will ich es sofort ausrechnen lassen. Im Endeffekt ist die Variante Spectator das, was man bei Civilization hat. Also so ein Mix aus den beiden ist das, was man bei Civilization hat. Und Manual möchte ich euch aber gerne zeigen. So, dazu klicke ich habe hier noch die Einheiten, wissen wir Bescheid, Offensive, Ready to Fight. Und dann passiert Folgendes, obwohl man ja eigentlich auf diesen beiden Feldern gekämpft hatte, splittet sich das sozusagen auf. Da lässt Age of Wonders zum Beispiel grüßen und man geht in so einen taktischen Kampf, wo man auch entscheiden kann, wer sich wo wie positionieren soll. Und da würde ich die Einheiten einfach hier noch ein bisschen nach vorne verlegen. Kann hier auch noch so generelle Sachen nach vorne oder nach hinten und so weiter verschieben. Und wenn ich dann fertig bin, dann klicke ich auf Ready. Und dann seht ihr, was passiert. Die nächste Stufe ist nämlich, ich entscheide, welche Einheit greift wen an. Und im Normalfall könnte man das jetzt so machen. Ich möchte aber gerne erstmal einen Gegner down nehmen. Deswegen sollen bitte erstmal alle 3 Einheiten, also das eine ist mein Held und die anderen 2 Einheiten, den einen angreifen. Wenn ich fertig bin, klicke ich auf Launch. Und dann geht der Spaß ab. Ihr seht, das ist auch hier rundenbasiert, also nacheinander. Nicht alle Einheiten greifen sofort an. Aber sie leben beide noch. Das kann also, je nachdem, gucken wir mal, wie schmerzvoll das wird. Und so viel Megaschaden machen sie nicht. Und jetzt sind wir wieder dran. Und jetzt würde ich sagen, wobei das Spiel ist so intelligent, wenn der down ist, greift dann die letzte verbliebene Einheit eben hier an. Oben seht ihr übrigens nochmal die ganzen Health Points, also der eine hat nur noch 36 von 126 und so weiter und so fort. Lautsch.
Ja, das hat knapp überlebt. Jetzt aber nicht mehr. So, und ihr seht hier auch immer übrigens, was ihr so macht, ne? Initiative ist immer, wer zuerst angreift. Da liegen wir vorne, deswegen greifen wir immer zuerst an. Das ist natürlich super, weil wir dann den Vorteil einfach haben, obwohl wir weniger Leben haben, hier eventuell mit einem Sieg vom Platz zu ziehen. Und jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier können wir die Strategie natürlich wieder ändern und so weiter. Und hier gibt es also alle Boni, die unsere Einheit hat. So, das sollte jetzt dann aber... Habe ich eine verloren auch? Oh ja, krass. Eine haben sie down bekommen. Ist schade. Ich hoffe aber, dass es jetzt dann doch noch reicht, um den Platz zu machen. Das wäre nämlich wirklich sehr schade. Aber es geht ja eigentlich auch nur darum, dass ihr mitbekommt, wie das Kampfsystem hier läuft. Knapp überlebt. Aber jetzt ist doch bitte schon vorbei. Ja. Und damit haben wir gewonnen. Und dann gibt es natürlich auch einen schönen Screen. Jetzt geht wieder alles auf die normale Position zurück. Und hier ist die Auswertung. Wir haben eine Einheit verloren, die haben zwei Einheiten verloren. Und wir haben gewonnen. Und hier sehen wir auch noch knapp 10 Erfahrungspunkte pro Einheit. Gingen auch noch raus. Und damit haben wir das sozusagen, wir sehen das an dem Totenkopf. This village has been pacified and destroyed, but no one controls it. Wir haben das also, was ist denn das Wort für pacified? Also Frieden gestiftet. Und es ist auch zerstört, aber es gibt niemanden, der es kontrolliert. Da müsste man dann wieder, ich glaube, einen Siedler hinschicken, um ja, das dann hier einzunehmen, wenn man das denn möchte. Wir gucken mal schnell noch hier, was passiert. Ich klicke jetzt einfach mal schnell hier die Runden durch. Beziehungsweise kann er noch dazu noch ein bisschen expandieren. Was soll der Geiz? Ach, hier sind ja nochmal Ruinen. Guckt einer an. Search. 30 Dust waren in der Ruine. Auch super. Und hier ist nochmal eine Ruine, oder was ist das? Nee, das ist hier eine. Zeigt er mir nicht an. Muss ich immer so. Eine strategische Ressource. Das ist natürlich so, dadurch, dass es keine echten Ressourcen sind, muss man immer gucken, was man damit machen kann. Ne? Also bei bestimmten Sachen, dass man, keine Ahnung, Uran braucht für eine Atombombe. Zum Beispiel bei Civilization erschließt sich einem von selbst. Hier muss man eben gucken, wo man bleibt. Ich gebe, wie schon gesagt, eine Empfehlung. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es ist halt ein Vollpreisspiel. Muss man halt wissen, ob man das ausgeben will. Man kann natürlich auch warten, bis Civ Beyond Earth rauskommt. Entschuldigt übrigens, wenn ich so ein bisschen hänge heute. Es ist schon Mitternacht und habe auch ein bisschen Halsschmerzen. Ich wollte das unbedingt spielen, bevor ich jetzt am Wochenende wieder nicht da bin. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, kommentiert gerne. Abonniert auch bitte meinen persönlichen Kanal. Ich habe neben SuperGames.tv noch einen eigenen. Der Link dazu, der ist in der Beschreibung. Und ich danke euch fürs Zugucken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, bis zum nächsten Mal gerne. Achso, ich muss jetzt eine neue Wissenschaft. Das mache ich dann gleich, wenn ihr nicht mehr mit dabei seid. Dann gucke ich mal, in welche Richtung ich gehe. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.